Hallo, hier spricht Mario und hier ist mein dritter Teil zum Thema Widersprüche der Bibel. Und meine Videoserie richtet sich besonders an junge Christen oder ältere Menschen, die gerade anfangen, die Bibel zu lesen. Auch ich, als ich Schüler war, bin dauernd ausgesetzt gewesen diesem Argument, ob es in der Schule war, später in der Uni oder was weiß ich in den Medien. Naja, die Bibel, die du in der Hand hast, der kannst du nicht vertrauen. Das ist längst nicht mehr übereinstimmend mit dem Original. Die Bibel wurde über hunderte von Jahren kopiert und kopiert und immer wieder abgeschrieben und über diese Zeit der Kopien natürlich umgeschrieben, verfälscht, man hat sich verschrieben. Entschuldigung, es ist halt eben nicht mehr das Original, was du heute in der Hand hältst. Und diese Argumente werden natürlich vor allen Dingen von Hardliner-Atheisten gebracht. Das sind die härtesten, die sagen, naja, Jesus, den hat es noch nicht mal gegeben als historische Persönlichkeit. Das ist eine Erfindung der katholischen Kirche, die uns angelogen hat. Dann gibt es aber auch noch eine andere Gruppe, die das Gleiche, ungefähr das Gleiche behauptet. Das sind die modernen literarkritischen Theologen. Einer der Vorreiter, Reiter war Rudolf Bultmann, ein Genius der alten Sprachen, der hebräischen, griechischen Sprache, der hatte wirklich was drauf, aber der auch genau das Gleiche behauptet hat, dass wir heute die Worte Jesu überhaupt nicht übereinstimmen mit den originalen Worten Jesu. Die sogenannte Theorie der Logienquelle hat er dann entwickelt und praktisch behauptet, dass die Worte Jesu, die wir heute in deiner Bibel haben, nicht übereinstimmen mit den Originalen. Dann haben wir verschiedene religiöse Gruppen, die genau das Gleiche behaupten. Die Bibel, die du heute hast, stimmt nicht. Das sind die Zeugen Jehovas, die nicht glauben, dass Jesus Gott ist, die nicht glauben, dass es eine Hölle gibt. Und auch ein großer Teil der Muslims, die natürlich nicht glaubt, dass Jesus Christus Gott ist und auch interessanterweise nicht glauben, dass Jesus Christus gestorben ist. Und sie sagen dann praktisch, dass die Bibel verfälscht worden ist von den Juden und Christen. Ich sage größtenteils, warum? Weil ich viele Muslime kenne, die auch eine große Wertschätzung für die Bibel haben. Das ist also nicht ganz homogen. Und der Grund ist darin gelegen, dass der Koran da sich unterschiedlich äußert. Der Koran sagt in einer Stelle in Sure 5, Verse 14 und 16, dass die Juden und Christen die Bibel verfälscht haben und bestimmte Lehren ausgelassen haben. Aber genauso sagt der Koran auch mit großer Wertschätzung in Sure 3, Verse 3 und 4, dass Allah sich schon vor dem Koran durch die Tora und durch das Evangelium geoffenbart hat und es als Richtschnur gegeben hat für die Menschen. Und in Sure 6, Vers 35 äußert sich die Koran ähnlich in Bezug auf die vorigen Schriften, das heißt Evangelium und Altes Testament, dass niemand die Worte Allahs ändern kann. Nun, bevor wir dann jetzt einsteigen in das Thema, wie können wir denn überhaupt beurteilen oder wissenschaftlich ein bisschen uns orientieren, ob es Jesus gegeben hat als historische Person, oder ob wir der Bibel so vertrauen können, wie wir sie heute in der Hand haben. Nur mal eine kleine Orientierung über ein paar andere antike Bücher. Hier habe ich euch einen gut aussehenden Freund mitgebracht. Sein Name ist Julius Caesar. Ich glaube, jeder, der ungefähr so ein bisschen Ahnung hat, glaubt daran oder weiß, dass es ihn als historische Person gegeben hat. Jeder, der mit Latein gequält wurde im Unterricht, hat dann sicher auch Auszüge aus seinem Werk gelesen, Commentarii de Bello Gallico, das heißt den Gallischen Krieg. Und hier habe ich euch mal eine Zeitlinie aufgezeichnet. Hier ist Christi Geburt 0, hier sind wir ungefähr. Hier wurden de Bello Gallico verfasst von Julius Caesar, ungefähr 58 bis 51 vor Christi Geburt. Und dann diese Originale sind natürlich weg. Die sind vergammelt, die sind verbrannt, die sind, was weiß ich, versenkt worden, zerstört. Und hier haben wir die sogenannte blinde Phase bis zum ersten Original, das wir gefunden haben. Bis dahin gibt es immer wieder Kopien und Kopien der Kopien.
Und diese sind alle weg innerhalb dieser 950 Jahre. Deswegen nennen wir das die blinde Phase. Die älteste Kopie ist also aus dem 900 nach Christi. Und dann haben wir noch in der antiken Phase noch ungefähr 10 brauchbare Kopien in dieser Phase bis 1000 nach. Das nur noch mal einmal zum Verständnis. Dann haben wir noch einen netten Boy hier, gut aussehenden Boy, das ist Titus Livius, auch ein römischer Schriftsteller. Auch er hat sich verewigt in den sogenannten Ad Obe Condita Libri, die sogenannte römische Geschichte hat er verfasst, ungefähr Verfassungsdatum 20 vor Christi. Hier ist die blinde Phase ungefähr bis ins 9. Jahrhundert, vergleichbar ungefähr mit De Bello Gallico von Julius Caesar. Aber im Unterschied dazu haben wir nur 2 Kopien, eine im 9. Jahrhundert, eine im 11. Jahrhundert. Auch wieder Kopien der Kopien der Kopien der Kopien. Ihr versteht schon, was ich meine. Übrigens muss man dazu nochmal sagen, seine 142 Bücher, die er geschrieben hat, sind leider fast alle futsch. Und davon haben wir nur noch 35. Die anderen sind alle versenkt. Alles umsonst geschrieben, armer Titus. Gut, aber davon, diese 35, haben wir dann halt eben diese beiden Kopien und wir haben einige Schnipsel oder einige Verse, Fragmente aus dem 4. Jahrhundert. Aber sonst haben wir hier eine blinde Phase von circa gut 900 Jahren und 2 Kopien. Jetzt kommen wir auf das Neue Testament. Das Neue Testament besteht aus 4 Evangelien, Apostelgeschichte und 22 Briefe. Wir haben im Neuen Testament 8 verschiedene Verfasser. Alle diese haben das Neue Testament ungefähr in dieser Phase geschrieben. 50 bis ungefähr 95 nach Christus. Hier sind die Originale. Auch diese sind weg, ähnlich wie bei den anderen, bei Caesar oder Livius. Aber die ersten vollständigen Bibeln, die gefunden worden sind, und viele Funde haben wir jetzt erst in den letzten Jahrhunderten gehabt und ganz besonders im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, ist 325 der älteste Kodex. Kodex heißt Buch, also gesamte Kopie, nämlich den Codex Vaticanus. Der heißt so, weil er im Vatikan liegt. Und das ist eine blinde Phase von nur ungefähr 225 Jahren oder 230 Jahren. Nochmal zur Vergleich nochmal Julius Caesar, das ist eine blinde Phase von 950 Jahren im Vergleich zu 230 Jahren. Und dann haben wir diese blinde Phase nochmal eingeengt durch einen fantastischen Fund aus dem letzten Jahrhundert, die sogenannte Chester Beate Papyri. Was bedeutet das? Das sind 4 Evangelien plus Apostelgeschichte, die ungefähr 150 bis 200 Jahre älter sind als Codex Vaticanus. Das heißt, die blinde Phase wird hier nochmal bis zu 200 Jahren verengt und wir sind schon auf ungefähr 100 Jahre nur zu dem Original. Und dann haben wir noch einen furiosen Fund aus der ägyptischen Wüste, auch im letzten Jahrhundert, 20. Jahrhundert gefunden, das sogenannte John Ryland Manuskript, was durch Computeranalyse auf 130 nach Christus geschätzt worden ist, hat nur 4 Verse in sich, Johannes 18, 4 Verse davon, aber sind total übereinstimmend. Ne, man hat dann immer gedacht, jetzt werden wir die Originale finden, die sind total nicht übereinstimmend mit dem, was wir jetzt haben, aber ich kann euch sagen, sie sind absolut übereinstimmend in allem, was du heute hast. Und dann nochmal zum Vergleich dazu. Hier haben wir noch einen zweiten Fund aus 330, den Codex Sinaiticus. Das ist so ein absoluter Kriminalfall. Hier ein hübscher Boy aus Deutschland. Tischendorf heißt er. Er hat dieses alte Manuskript, dieser alten Codex, hat er gefunden im Mülleimer, im Sinai, im Katharinenkloster. Das war der absolute Hit damals. Das war die absolute spannende Geschichte, die geschehen ist. Und er hat sie gerade noch davor bewahrt, verbrannt zu werden im Ofen, damit die Priester sich da oder die
Mönche sich da wärmen konnten. Dann nochmal zum Vergleich: Julius Caesar 10 Kopien, Livius 2 Kopien, antike Kopien. Im Neuen Testament haben wir 5000 Kopien. Alle diese Kopien sind zusammengeblendet im sogenannte Nestle-Aland-Grundtext. Wie gesagt, Urtext gibt es nicht, ist verbrannt, ist weg. Aber wir haben den sogenannten Grundtext und hier sind seitenweise, hier haben wir übrigens Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, hier ist das Ryland-Manuskript und wir haben seitenweise 5000 Manuskripte und Kopien, die du hier nachschlagen kannst und die auch im Apparat immer wieder unten angegeben ist, dass wir das Neue Testament in 5000 verschiedenen antiken Zeugen miteinander vergleichen können. Zum Abschluss kann ich sagen, und das begeistert mich, ihr Lieben, gleich bin ich hier aus dem Stuhl rausgesprungen, dass die Bibel, das Neue Testament, ist das bestüberliefertste geschichtliche Buch, was wir überhaupt auf dem ganzen Planeten haben. Du kannst stolz sein, die Bibel bei dir in der Hand zu haben. Du kannst davon ausgehen, dass das Neue Testament, so wie du es heute hast, absolut übereinstimmt mit dem Original. Dankeschön.